Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Let's Play oder soll ich besser sagen, alten Let's Play hier auf meinem YouTube-Channel GameAccounts. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Denn es ist fast unglaublich, aber ich hab's schon erzählt im Infovideo, meine 3DS Capsa-Karte, die ich allerdings ein bisschen vorsichtig behandle, ist deshalb zumindest wieder am Leben. Und dementsprechend wollte ich es mir nicht nehmen lassen. Das erste Gameplay-Video, was es damit aufnehmen, ist, ja, komm, das ist live. Einfach auf das Hauen, was damals bei unserem Let's Play, wisst ihr es auch noch, was so passiert ist seitdem. Wie es unseren Bewohnern geht und das finden wir jetzt in diesem Let's Play gemeinsam heraus. Ich würde sagen, los geht's. Ich bin echt gehypt, weil ich es schon seit Monaten, eigentlich Jahren, kann man schon sagen, nicht mehr angefasst habe. Also ich bin halt wirklich, wirklich gehypt. So, es schaut übrigens ganz hart da unten, weil ich hier auf dem 3DS-Screen schaue, ist deswegen nicht wundern, dass dann da nicht oft die Kamera schaue, weil, wisst ihr, 3DS hat man dort einen Screen und so weiter. So, dieses Thema, ich habe auch keinen Stift mehr drin. Wir haben alle meine 3DS-Geräte. Aha, mit anderer 2DS Date noch ein Stift, zillig. Also, die System-Ursend verstellt zu sein, möchtest du. Ja, ist egal, das passt. Wir fahren fort. Auch mit geänderter Systemuhr. Oh mein Gott, ich war halt wirklich so lang hier nicht mehr drin. Ich bin so gespannt, wie es jetzt auf der Originaldatei aussieht. Also nicht das Let's Play, was es zeitweise mal auf Gaming Crowd ist, sondern wirklich das Original-Let's Play, was es früher hier auf GameAccounts hatte, geht jetzt offiziell weiter mit ein paar Parten der Woche. Genauso wie ein paar neue 3DS-Display-Projekte, denn man muss es einfach feiern. Das ist jetzt wieder wirklich eine funktionierende Capsa-Karte. So, jetzt haben wir doch so alle erstmal in unser Haus. Hauen rein, welches Bewohner wir überhaupt hatten, dann auch wie es denen geht. Waren einige drin. Gehen wir rein ins Apartment raus. Da das Ganze gerade mit einem Touchstift. So, Michelle ist zu Besuch im Zimmer von Sophie. Okay. Wo war eigentlich ist? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Nein, da ist Malira drin. Okay. So, in dem Zimmer ist Uwe. Hier drin ist Pikmin. Ich sortiere das erstmal. Hier ist Hen. Da ist Fabi. Da bin ich. Das haben wir gleich mal zuerst rein. Da ist Gamer. Da sind Sophie und Michelle. Da ist das Schraktaki-Trainer, alle, ihr wird alle in diesem Let's Play-Projekt, ist echt unglaublich. Und jetzt geht's quasi weiter, Leute. Bongi ist im Park und Liron ist hier, wie gesagt. Okay, fangen wir mal mit meinem Haus an, war ganz links. Komm doch mal rein, wie es mir selbst geht, hab mich seit langem nicht mehr gehört. Das Ebenbild von mir, so lange nicht gesehen. Stimmt, ich war ja in diesem Game mit Kröte verheiratet. Kröte ist aber eine Ehefrau in diesem Game, ich erinnere mich. Da ist einiges Wildes passiert in diesem Game früher. So. Ich wünsche mir ein Hobby, für das sich keiner außer mir interessiert. Also ein Hobby, für das sich keiner außer mir interessiert. Das ist schwierig. Ich kann mir nicht sonst was Gutes tun. Ich glaube nicht. Tatsächlich geht's mir tatsächlich mal gut hier in diesem Game. So. Aber ein paar andere haben Groll, zum Beispiel Uwe. Aber bevor wir das jetzt alles weiter durchgehen, machen wir erstmal das, was wir auch früher immer als erstes gemacht haben. Nämlich am Spendenbrunnen. Glücksbrunnen war es ja, aber da werden Spenden eingesammelt. Ich bin dort Spenden einsammeln, aber das habe ich eben gerade verkackt. Geht das eigentlich nicht? Das reile ich jetzt gerade nicht so mal, dass ich keine Spendenveranstaltungen. Okay. Komisch, offensichtlich kann man da gerade keine Spenden machen. Ging das woanders? Okay, nee, egal, aber im Park ist gerade ein Ereignis, das haben wir es nachher alles mal an. Gehen wir aber so erstmal eben durch, dass unsere Mies alles so, weil machen wir es alles mal. Step by step, nee, gibt's glaube ich viel. Nach so weit, von dem Part haben wir uns erstmal an, wie es den ganzen Mies geht. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Bald haben wir übrigens auch wieder Greenscreen. Keine Angst, der kommt bald wieder. Das Ebenbild von David, nicht wahr? Genau, es war das Ebenbild von David. So sieht's aus. Was kann man denen Gutes tun? Weißt du, ich habe etwas verloren, das sehr wichtig für mich ist. Aha. Ja, ich helfe dir.
Natürlich, Elf, ist das doch ganz klar. Wenn du fündig wirst. Halt wissen, was es ist. Ich habe geträumt, dass ich plötzlich bei allen unglaublich beliebt war. Das ist nur ein Traum. Ist es doch. Oder was ist daran? Ein Thermometer an seinem Kopf ist ihm heiß, oder was? Okay. Hoffentlich oder denk gerade über die Hitze nach. Kann da sein, ne? So, jetzt haben wir mal so Pikmin rein. Ach, Pikmin ist ein wildes Spiel, weil da willst du unbedingt ein 3DS-Teil beides bilden. Ich kann es halt einfach auch, einfach weil ich die Capture-Card dafür hab, ne? So, wie kann man dir helfen? Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Was Neues im Anziehen? Ah, jetzt haben wir doch mal, ob wir noch was Schönes haben. Einmal Karohemd. Ja, es nimmt mir doch mal so ein Schiss hört. Vielleicht ist das ja was für dich, wer weiß. Ja, das gefällt ihm super, aha. Okay, und Pikmin ist sogar ein Partnerschaft mit Sophie, das wusste ich auch nicht mehr. Das sieht ihr mal, in diesem Game ist viel passiert, als ich das letzte Mal gesorgt habe. Das ist ja sehr witzig. Hier kommen erst Abgründe hoch, sagst du es. So. Ja, mach Fabi. Nein, nein, ich will zu Fabi ganz gern gehen. Ah. Mein Name ist Fabi. Ich liebe jede Herausforderung. Das ist doch schön. Ich glaube, Fabi war noch relativ neu drin. Ne? Level 1 und kaum was. Ich glaube, da müssen wir jetzt erstmal anfangen. Ich wäre so gern mit der Gamer befreundet. Du wärst so gern mit Gamer befreundet. Ja. Ich stell dich vor. Ich würde mich so gern mit ihm unterhalten. Nur worüber? So, worüber? Interessen oder sowas? Machen wir einfach Lustiges. So, intellektuell muss es ja nicht sein. Ich gehe sofort los und rede mit ihm. So, dann schauen wir doch mal, wie das Reden abgeht. Mit Gamer. Währenddessen mal meine Uhr in Ruhemodus rein, damit das nicht alles hier gestört wird. So, jetzt wird's unterhalten. Bla bla blub. Das ist übrigens auch dieselbe Szene, die es auch damals hat. Das finde ich Funst immer noch super, dass ich meine Fresse jetzt einfach hier oben reingetan habe, dazu getan habe, whatever. Es ist gut gelaufen, das ist doch wunderbar. Wir konnten uns miteinander anfreunden. Vielen Dank. So, jetzt will ich doch mal nur kurz eine Sache ausprobieren. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Nämlich, wenn hier so ein Filter. Später. So. Ich bekomme so ein kleines Dankeschön. Das ist ja sehr nett. Was gibt's denn? Eine Nähmaschine. Ich glaube, es war das. Perfekt. Danke. Das ist doch super. Das ist gut gelaufen. So. Jetzt will mir selber. Sagen wir mal auch dahin. Komm, spiel mit mir. Ich will spielen. Machen wir. Jetzt mal wieder grandios verkacken in diesem Game. Okay. Karten. Alte Jungfer. Sie abwechselnd an der Karte, wer es erst ein Person hat, gewinnt. Okay. Warte. Danke, ich verliere bei diesem Game verständlicherweise immer. Oder Ralf, soll ich mal wissen, wie sie funktionieren. Aber das machen wir demnächst nochmal. Ja, ja, das machen wir demnächst nochmal. Das Display gibt es nämlich jetzt wieder öfter. Oh, Klopapierrolle. Ja, das wäre so Corona-Zeiten jetzt wirklich hier sehr viel wert gewesen. Dankeschön. Was Klopapier, sage ich dann mal an dieser Stelle. Und was machst du denn jetzt hier? Kniebeugen, okay. Da Liegestützen. So, Gamer hat auch noch ein bisschen was im Krummel. Sollen wir da mal rein? Also macht Spaß. Und ich finde es wirklich so toll, dass diese Capture-Card immer wieder funktioniert. Für uns. Ebenbild von David. Doch, dann sind wir wieder für euch, nur meine Aufnahme geht mal kaputt, das müsst ihr verstehen. Jetzt nicht schlecht. Du hast Hunger. So, du bist ein bisschen gelaunt, ne? Schauen wir nochmal. Oh. Jawohl, Pizza mit 37 Mal. Hau rein. Pizza mag jeder so. Fand er erst lecker. Sag es ja. Also, Leute, die Pizza nicht mögen, existieren halt eigentlich nicht so, weil, nochmal, jeder mag Pizza. Es ist einfach ein Fakt. Dies ist Facts. Sophie und Pikmin sind hier. Sollen wir jetzt noch mal rein und sagen Hallöchen? Ja, weil die beiden waren irgendwie Partner, ne? Ich bin verrückt. Ja, das glaube ich dir, dass du verrückt bist.
Ich wäre so gern mit Fabi befreundet. Du wärst so gern mit Fabi befreundet. Ja, das kann man machen. Ich stell dir's vor. Weißt du, wie ich mich am besten geben soll, wenn ich mit ihm rede? Das ist eine gute Frage. Wie am besten machen wir mal. Aufmerksam machen wir jetzt mal. Danke für den Tipp. Ich gehe sofort los. Ist auch cool, dass immer wieder andere Sachen sind. Schauen wir doch mal, wie es läuft. Ich bin gespannt. Machen wir es gesagt. Ich bin erst so froh, dass alles wieder funktioniert. Es ist erst unglaublich. Scheint da mal funktioniert zu haben, ne? Das ist doch super. So, und zum Ende des Videos, bleibt unbedingt dran bis zum Ende, weil da gibt es nämlich auch einen Aufruf für euch. Den werde ich auch nochmal dann auch morgen nochmal extra als ein Video bringen. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Dann kommt mehr. Ich habe eine Spieluhr erhalten, dann sage ich danke dafür, Sophie. Das ist super. Für die Spieluhr. So, und jetzt haben wir noch Liron. Magst du etwas spielen? Ich mag sehr gerne etwas spielen. Machen wir. Vielleicht geht es ja diesmal. Ich swap dich. Zoom Quiz. Welches Item wird dir stark vergrößert angezeigt? Wähle nur eine der drei Optionen. Okay. Das erste Item. Was wird es wohl sein? Boah. Aubergine, Puddinggebäck, Gameboy. Puddinggebäck, aber ich rate. Sieht für mich nach einem Puddinggebäck aus. Es war eine Aubergine. Sag ja, woher soll man das wissen, ne? Okay. Aber wie gesagt, ich tue bei diesen Spielen eigentlich ausschließlich nur verlieren, Leute. Das machen wir dann nächstes Mal, das passt. Und ich bekomme wieder eine Klopapierrolle. Super. So, du willst sogar noch was. Sagen wir doch mal. Das hier habe ich gefunden. Ah. Nanu, auf der Rückseite ist Uwo eingraviert. Das ist das, was Uwo gesucht hat. Dann bringen wir das doch mal dem Uwo zurück. Natürlich machen wir das. Du hast es tatsächlich gefunden. Danke. Ah, das wird sogar automatisch gemacht. So, bitte schön, Uwo. Liron hat mein Zeug gefunden. Es war mir wirklich wichtig, dass dieses Teil zurückkommt. Ja, glaube ich. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Jetzt bekomme ich auch noch ein Dankeschön dafür. Wir hatten ja Klopapier. Nein. Eine Einwegkamera. Boah, das ist sogar ein großes Dankeschön. So, und jetzt sind alle hier, unsere Bewohner, zufrieden. Ihr wisst es. So, David ist in seinem Haus. David ist in seinem Haus? Stimmt. Das hat ja ein eigenes Haus. Wie kommt man jetzt zu den Häusern? Die Viertel. Das haben wir auch und genau hier und verraten hier. Da war ja aber Haus. Stimmt, wir hatten unser erstes eigenes Haus. Nur dass wir da nicht rein können, wir könnten halt nur rufen, aber das ist halt gerade mit Gamer, also ich glaube es. Sehr schön. Ihr seht schon, hier ist sehr viel los und hier wird noch viel mehr los sein. Und was hier noch alles los ist, das haben wir uns an im nächsten Part von Tomodachi Live. Tomodachi Live kommt ab jetzt alle zwei Tage um 18 Uhr online. Also ist alles der Tage. Es kommt halt montags, mittwochs, freitags. Und da heute Mittwoch ist, denke ich gerade, aber ich bin mir nicht sicher. Damit ist ja fern, ich weiß gar nicht mehr, welcher Wochentag heute ist. Genau, weil Mittwoch ist, kommt dieser Part, den ihr jetzt, also im Aufnahmezeitpunkt Mittwoch ist, ne, wisst bis halt. Kommt der Part, den ihr hier right random seht, halt die Missfressen am Freitag online und jo, so weiter. Also, den seht ihr, also, ne, Freitag am 11. ist der dementsprechend online gekommen, wenn ihr jetzt seht. Genau, wisst bis halt. Also, ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen von dem Part. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und so, macht's gut.